dass ich jetzt um den Kilopreis hergehen muss, das reißt mir das Herz heraus. Gestern hab mich dick verlassen, du liegst am Auto, flieg oft draußen, dabei warst du doch immer alles für mich. Ich kann es warnen, nicht verbeißen, das warst du für ein heißes Eisen, und überblieben bist du, ach aber nie. Reinhard Fendrich zu Gast in Mörbisch am See. Der Austropop-Barde zog im Operettenmecker wieder einmal die Massen in seinen Bann. Ich finde den Neusiedler sehr, eigentlich sehr schön, und wir haben ja da lange geprobt und auch lange gespielt, und ich habe die Gegend kennengelernt. Es ist Rust, eine wunderschöne kleine Stadt und wirklich sehr malerisch, und ich habe da sehr viele schöne Erinnerungen an den Neusiedler See. Fendrich und Mörbisch, das ist eine besondere Beziehung. Auf der Seebühne wusste er 2008 im Singspiel Im Weißen Rössel auch als Operettendarsteller zu glänzen. Intendant damals Harald Serafin. Also der Harald ist ein ganz blitzgescheiter Kerl und ein ganz lieber Kollege, der weiß genau, was er tut. Er hat einen wunderbaren Sohn und eine wunderbare Frau, und ich habe großen Spaß mit ihm gehabt und habe großen Respekt vor der Leistung dieses Mannes, der eigentlich aus dieser Gelsenreitschule das gemacht hat und ist ein großartiger Intendant gewesen und ein großartiger Sänger. Seit kurzem hat Fendrich ein neues Album auf dem Markt. Besser wird's nicht, heißt es, und es besticht durch seine rebellische, bisweilen sogar trostlose Attitüde. Oder etwa doch nicht? Wenn Sie mich als junger Mensch fragen, verwundert mich das eigentlich, weil die Musik kann eigentlich nie was verändern, sondern nur einen Zeitgeist begleiten. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass die jungen Menschen sich das nicht gefallen lassen. Wenn Sie mir jetzt sagen, es ist trostlos, dann frage ich Sie, schauen Sie keine Nachrichten, interessieren Sie? Na eben, es reflektiert der Liedermacher immer das, was um einen herum passiert. Und die Kunst war immer ein Spiegel der Zeit, und das ist das, was ich tue. Ich bin weder rebellisch, noch bin ich trostlos. Aber wenn wir weiterhin mit unseren Ressourcen so umgehen, wenn es weiterhin nur darum geht, Profit zu machen, und man nicht irgendwann einmal begreift, dass neben Gesundheit das höchste Gut nicht Geld, sondern Zeit ist, dann wird das ganze System kippen. Korruption und Gier sind Fendrich seit jeher ein Dorn im Auge. Es sollte eigentlich jedem ein Dorn im Auge sein. Ich glaube, dass durch die Aufdeckung einiges getan wurde, aber Korruption hat es immer schon gegeben. Lobbyismus hat es schon gegeben zur Kaiserzeit. Da waren es halt die Hofschranzen. Es ist halt so, dass es immer Menschen gibt, die glauben, sie sind schlauer als andere. Alle Skandale, die wir hatten, sei es jetzt eben die Korruption, der Lobbyismus im negativsten Sinn, der Gammelfleischskandal, der Weinpanschskandal, da gehen meist die Antibiotika. Das ist hat nur einen Grund, dass einer so schnell wie möglich viel Geld verdienen will. Und diese Gier und das immer mehr wird irgendwann einmal uns am Kopf fallen. Man hört immer so, die Wirtschaft muss wachsen, dann bleibt sie gesund. Ich frage mich, wohin? Besser wird es nicht, heißt nicht, dass es negativ gemeint ist, sondern eigentlich ist es gut so, wie es ist. Man sollte eine neue Bescheidenheit entdecken. Jetzt nicht als Einzelner unbedingt, sondern Staaten sollten einmal versuchen, ordentlich zu wirtschaften. Wenn eine Familie so wirtschaften würde wie ein Staat, dann war das eine Katastrophe. Da hörst du Stimme in dir, komm, reiß die Zahn. Steh wieder auf, bleib ja nicht liegen, genau da warten's drauf. Gib doch einen Ruck und setz einen Fuß vom anderen. Nur die wandern, finden wieder zu. Der Song Die wandern scheint hitverdächtig. Eigenen Angaben zu folgen, hat Fendrich zum Schreiben der Nummer kaum mehr als 20 Minuten benötigt. Wie autobiografisch das ist, das möchte ich eigentlich für mich behalten, aber es geht in erster Linie darum, dass man immer in Bewegung bleiben muss. Ich werde oft gefragt, sind Sie angekommen? Ich glaube, wenn ich angekommen bin irgendwo, dann ist das auch für mich das Ende. Ich muss immer in Bewegung bleiben. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Platz, an dem ich lang bleibe. Ich habe einen Nebenwohnsitz auf Mallorca, wo ich gern bin. Ich bin auch gern unterwegs, ich reise sehr gerne. Und für mich ist Bewegung etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn man im Wald sitzen bleibt, hat mein Großvater gesagt, dann kommt man nie raus. Wenn man sich verirrt, muss man weitergehen. Auch wenn man eine Zeit lang im Gras geht, irgendwann einmal findet man wieder eine Lichtung und einen Weg, der einen aus diesem Dunkel herausführt. Einen Moment heller Freude bescherte Reinhard Fendrich dann auch unserem Redakteur. Michael Falli durfte gemeinsam mit der Legende musizieren. Wieso der Schweiß in meine Augen
jedes Seufzer wie sie waren. Wenn der Party so hinter mir steht, dann weiß ich, dass ich fliegen kann. Vielen Dank, Dankeschön.